Hallo und schönen guten Abend, all ihr da draußen. Oder wie wir Norddeutschen sagen, moin moin. Ich würde natürlich gerne euch hier alle im Saal begrüßen und den einen oder anderen knuddeln und umarmen. Aber wie wir alle wissen, geht das ja zurzeit nicht. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute Abend hier dieses Livestream-Konzert mit Voice over Piano, mit Sarah Dehn und Thomas Bleschke veranstalten können. Und bedanke mich schon mal bei den beiden, dass sie in Corona-Zeiten hier in Schwanewede sind und für euch Musik machen. Und natürlich auch bei dem technischen Team einen herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid und all die Mühen auf euch genommen habt, um hier ein wunderbares Konzert zu veranstalten. Ja, was gibt's zu sagen? Mich kennt man nicht. Ich bin der Mann aus dem Hintergrund. Ich bin Jürgen Stegmann, der Leiter der Begegnungsstätte und Geschäftsführer. Und von daher, wie gesagt, bin ich besonders froh, dass wir in diesen Zeiten eine solche Veranstaltung hier wuppen können. Und der Vorteil dieses Konzerts, dieses Online-Konzerts ist ja, dass wir eben nicht nur hier im Saal zu hören sind, sondern in aller Welt, wie ich gehört habe, bis nach New York und in den Süden Deutschlands und überall hin. Und ich hoffe, ihr habt viel Freude damit. Und dann könnt ihr dann, wenn es euch gefallen hat, ja, viel Likes schicken. Danke. Ja, hallo. Ist das schön, Thomas? Ich freue mich total, dass wir hier sind, muss ich sagen. Wer hätte das gedacht, oder? Ja, also eigentlich war das ja ein Präsenzkonzert, was wir hier geplant haben. Und natürlich hat Covid-19 da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das Ende vom Lied war natürlich, dass das Konzert eigentlich abgesagt werden müsste, weil ja keine Zuschauer kommen dürfen. Aber wir werden gefördert vom Landschaftsverband Stade mit Mitteln des Niedersächsischen Landtages auf Beschluss des Niedersächsischen Landtages. Und das ist natürlich eine Riesenehre auch. Und dann haben wir kurzerhand mit denen besprochen, ob es auch online möglich wäre. Es sind ja viel mehr Zuschauer, wenn plötzlich Millionen die Gelegenheit hätten, zuzugucken. Theoretisch, ja. Und so sind wir hier und dann jetzt ziehen wir unser Konzert hier mit viel Freude durch. Und wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht, wie viele Kameras hier stehen und so weiter, ist schon gigantisch. Ja, das ist, der Saal sieht hier plötzlich ganz anders aus, die ganzen Kabellagen, die hier lang liegen. Aber wie auch immer, für euch haben wir es hier extra schick gemacht, einen kleinen Tannenbaum hingestellt, wunderschön. Wir hoffen, ihr habt es euch zu Hause auch so richtig schön gemütlich gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Kekse dabei, ein Glühwein oder ein Kakao mit Schuss. Wir verstehen uns. Ja. Und setzt eure Weihnachtsmütze auf, denn dieses Konzert ist ein Weihnachtskonzert. Ja, und ganz kurz will ich noch unsere Freunde in Amerika begrüßen. Warm welcome also for our friends from the United States. I know there are some viewers again from Nebraska, from New York City and also from San Francisco. So welcome. The concert is moderated in German, of course, but we have most of the songs are in English, actually. So this is very, very nice. And Sarah just said to the German viewers, you can, of course, at home, start singing along with us. So just go ahead and have fun. This is to create a Christmas atmosphere a little bit, and we are very much looking forward to it now. So it will last almost 45-50 minutes, so enjoy. Ja, Thomas sagte gerade noch, dass viele Songs heute auf Englisch sind, aber keine Angst, nicht nur, wir haben auch einige schöne deutsche Songs mit dabei und ganz wichtiger Hinweis von dir, wer möchte und singt natürlich aus vollem Herzen zu Hause mit, entweder seid ihr alleine und es hört euch keiner oder die Familie kennt das schon von euch, von daher lasst euch gehen, wenn es euch irgendwie überkommt. Wollen wir starten? Wir springen mal gleich einfach rein mit einem Song. Ich würde sagen, ich habe immer das Gefühl, das ist so der erste Song, der irgendwann in den Kaufhäusern gespielt wird. Und dann weiß man, hey, die Weihnachtszeit ist da. Und die andere Hälfte sagt, um Gottes Willen, dieses Lied. Aber wir haben gedacht, na, das machen wir trotzdem, weil eigentlich ist es wirklich wunderschön. Und ich bin mir sicher, ihr werdet es sofort erkennen. Thank you.
don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. Ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Boy, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. Is you. Schön, schön, nicht wahr? Ihr wisst es, ne? Im Original hat es ja eigentlich Mariah Carey gesungen und einer dieser Songs, die zuhauf irgendwie neu interpretiert und gecovert wurden. Ich finde zu Recht, muss ich wirklich sagen, man kann aus diesem Song wunderschöne Versionen machen und das Original mag ich tatsächlich auch ganz gerne. Wie sieht's bei dir aus? Hast du den Song überhaupt präsent von Mariah Carey? Absolut. Und natürlich ist es, ich habe vorhin gedacht, als du sagtest, das ist der erste Song, den man hört, habe ich gedacht, Last Christmas. Ja, das ist ja auch, ist auch immer gerne genommen, ja, würde ich sagen. Nee, aber stimmt schon. Und dann war der zweite Gedanke, als du sagtest, yay, endlich Weihnachten und die anderen sagen, ne, habe ich gedacht, ja, die sagen, ja, es ist August. Na, weil es ja normalerweise in den Kaufhäusern so früh schon gebracht wird. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, wann ihr das erste Mal Spekulatius gekauft habt oder Lebkuchen gegessen habt. Ich möchte mal wissen, wer hier von unseren Zuschauern den Vogel abschießt und womöglich sagt, ja, im August oder September vielleicht schon. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal einfach in die Kommentare, dann können wir das später nochmal anschauen. Also ich habe tatsächlich, kann ich sagen, ich habe es am 26. August, habe ich dieses Jahr Spekulatius gekauft. Ja, da habe ich die gesehen, ich fand das witzig und ich habe gesagt, ich kaufe die. Die haben auch super geschmeckt, muss ich sagen. Dann war aber auch gut, dass es wieder dauert, bis der Glühwein kommt. Und jetzt kommt er nicht so richtig, aber naja, kann man ja zu Hause dann zumindest noch in kleiner Runde entsprechend, im erlaubten Kreise, erlauchten und erlaubten Kreise. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Sollen wir zum nächsten Song kommen? Würde ich sagen, auch ganz bekannt. Auch ganz bekannt, auch englischsprachig. Er heißt Have Yourself a Merry Little Christmas. Und ich habe mich extra nochmal schlau gemacht. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Der Song ist nämlich ursprünglich für einen Musicalfilm entstanden. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Nämlich Meet Me in St. Louis, 1943. Und wurde im Original von der zauberhaften Judy Garland gesungen. Und Ich kenne ihn nur von Frank Sinatra, aber ich glaube, noch andere haben ihn auch noch gesungen. Ja, ne? Ganz genau, ja, ganz genau. Gehen wir einfach mal rein. Hier, wir starten mal. Musik.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Schön. Ach, es ist ja schon so, ich finde, wenn man diese Songs hört, dann wird einem schon so besinnlich zumute. Also mir geht es so. Wie ist es bei dir? Absolut. Also ich bin so ein empathischer Mensch, dass ich, wenn ich Sachen aufnehme, dann sehr schnell auch in die Gefahr komme, vielleicht sowas zu fühlen. Und dann auch abgelenkt bin, weil ich denke, ach, ist alles schön hier und so wie auch immer. Und selbst beim Klavierspielen selber passiert mir das manchmal. Und zwar nicht, weil ich so schön spiele, sondern weil ich dann deine Stimme höre, das Lied an sich, die Komposition wahrnehme und dann feststelle, wie das anfängt zu leben. Und das berührt mich dann einfach auch. Und, oh, das hast du schön gesagt. Ja, und da bin ich aber auch froh drüber, weil es gibt so viele Momente, wo man denkt, man macht seinen Job und dann ist man, denkt man immer, ach, eben nicht, du bist doch noch ein Gefühlsmensch. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Wie ist es denn für euch? Habt ihr das Gefühl, ihr kommt so langsam in eine Entspannung rein, wenn es die überhaupt dieses Jahr irgendwie so wirklich geben kann? Das würde mich mal interessieren. Waren noch so einige Geschenkejäger unterwegs? Konntet ihr noch alles kriegen, bevor es in den Lockdown ging? Oder habt ihr gesagt, ach komm, dann ist auch egal dieses Jahr. Es gibt einen Gutschein oder so. Gutscheine gehen ja irgendwie immer. Und ich habe mir sagen lassen, man muss dann immer hoffen, dass die möglichst niemals eingelöst werden. Das hast du von mir, ne? Ja. Ja, ist wirklich so. Ja, der nächste Song ist ein Song von uns, also sprich aus unserem Umfeld. Kerstin Töller hat den Text gemacht, ich die Musik und du hast schon aufgeführt, gesungen, also eins deiner Lieder, wenn man so will. Und zwar aus eigentlich einem Musical auch, Scrooge, die Geister der Weihnacht. Ihr kennt sicherlich die Story Freinacht Charles Dickens. Und da haben wir einen Song mitgebracht und der heißt Endlich ist es Weihnacht. Und damit ist aber nicht der 26. August, sondern tatsächlich dann Weihnachten gemeint. Singt übrigens in dem Musical der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Also ne, das, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so präsent habt. Es kommt ja erst der Geist der, ja jetzt sage ich was, wer kommt als erstes? Genau, der vergangenen Weihnacht. Und dann kommt der gegenwärtigen Weihnacht. Und der nimmt Scrooge eben halt mit und zeigt ihm die Welt und sagt, hör mal, so schlecht ist die Welt überhaupt nicht, wie du sie immer siehst und beschreibst. Du musst einfach nur mal genauer hinschauen. Endlich ist es Weihnacht, das Jahr es ist vollbracht. Drum wird die Nacht zum Feiertag gemacht.
auf dass man mit Spaß Weihnacht feiern kann. Erhebt euer Glas und stößt alle an, auf dass man mit Spaß Weihnacht feiern kann. Oh, wie herrlich ist die Weihnachtszeit, unterm Mistelzweig gibt's Küsse. Der Weihnachtsbaum hängt voller Nüsse und die Menschen sind zur Versöhnung bereit. Und in den Herzen kehrt Frieden ein, ach könnte es doch immer so sein. Endlich ist es Weihnacht, das Jahr es ist vollbracht. Drum wird die Nacht zum Feiertag gemacht. Erhebt euer Glas und stoßt mit uns an, auf dass man mit Spaß Weihnacht feiern kann. Erhebt euer Glas und stoßt alle an, auf dass man mit Spaß Weihnacht feiern kann. Gibt auch schwungvolle Weihnachtslieder, würde ich sagen. Ne? Was ist das? Seid ihr alle wieder wach? Habt ihr ein bisschen mitgewippt auf dem Sofa? Naja, das war natürlich auch eine Herausforderung damals, das so zu komponieren, weil einfach wenn man komponiert und man macht ein Weihnachtsmusical, dann sind fast alle Stücke irgendwie All I Want for Christmas, so langsam oder vielleicht ein bisschen noch groovy, aber eigentlich langsam getragen. Und dann tut es gut, wenn solche Stücke dabei sind einfach, nicht? Ja, so. For our American friends, just one sentence in English. This was actually a German song that we produced and composed, and it's called Finally It's Christmas from the musical Scrooge and the Christmas Ghosts. And I guess you know the Charles Dickens story, and that's why we put this in here also, because one of our songs, so very nice. So, we continue. The next song, der nächste Song, ist wieder ein englischsprachiger und er heißt Mary Did You Know, und der ist, glaube ich, nicht so bekannt, aber wunderschön, wie ich finde. Und da geht es darum, dass ich habe extra nochmal geforscht, tatsächlich, der Schreiber des Textes, jetzt muss man mal auf meinen schlauen Zettel gucken, Michael English, 1991 ist der Song erschienen, und in dem Song wird eben halt die Jungfrau Maria direkt angesprochen und sie wird gefragt, Mary, also Maria, hast du eigentlich gewusst, was dein Sohn eines Tages alles machen wird? Und der Michael English hat tatsächlich mal gesagt, als er gefragt worden ist, wie ist er auf die Idee zu diesem Song gekommen, dass er sich gefragt hat, naja, ich habe mir einfach vorgestellt, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, mit der Maria einen Kaffee zu trinken, was würde ich sie alles fragen? Und so ist der Song entstanden. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lord.
you're a baby boy, this Lord of all creation. Mary, did you know that you're a baby boy would one day rule the nations? Did you know that you're a baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great diese Stille. Das ist so skurril. Ich finde diesen Song so schön, tatsächlich. Es ist erstaunlich, dass der noch gar nicht so durchgedrungen ist zu uns. Der eine oder andere hat ihn vielleicht doch schon mal abgewandelt gehört, nämlich in einer fantastischen, wie ich finde, A Cappella-Version von Pentatonix. Vielleicht kennt ihr die, ja? Habt ihr schon mal von gehört? Ja, sehr ansonsten cool. Googelt die mal, das sind fantastische Künstler, tolle Band und die machen eben halt alles a cappella. Und das klingt teilweise wirklich, als wäre da eine riesige Band, aber nein, das machen die alles selber, alles eben halt, ja, mit ihrem Mund. Fantastisch, großartiges Handwerk eigentlich, was die da machen. Ich finde es auch super, natürlich finde ich es nicht toll, dass die ohne Klavier singen einfach, aber nimmt einem ja auch den Job irgendwo. Aber das bringt mich nochmal dazu, auch zu sagen, dass wir dieses Jahr ja ein bisschen Glück gehabt haben. Nicht? Wir haben, nachdem klar war, Covid-19, Lockdown, keine Konzerte, haben wir im Sommer ganz schön viele Konzerte gemacht, 14 Stück, davon allein 11 Open Airs, ohne Corona-Vorfälle, tolles Hygienekonzept. Und man kann jetzt schon sagen, wer dabei war, das war hauptsächlich im Großraum Bremen und umzu, in der Metropolregion Nordwest, wie es so schön heißt, dass wir im nächsten Jahr also noch mehr Konzerte machen werden, fast 30 Stück. Und nebst den bekannten Orten, die wir in unserem Umfeld Bremens, Achim, Stur, Sieke, Verden, Hoya und so weiter gehabt haben, kommt jetzt auch noch Brake dazu, an der Unterweser, also in der Wesermarsch, ganz woanders, nicht ganz woanders, aber auch in der Nähe, aber nicht da, wo wir letztes Jahr waren. Dann in Thüringen, Nöbdenitz, das ist in der Nähe von Gera, da werden wir sein im Juli. Im Südharz sind wir angefragt, in Hessen. Also wir freuen uns drauf, dass zumindest Open Air einiges geht. Und worauf ich mich besonders freue, und so kam ich da gedanklich gerade hin, dass ich unsere Band dann wieder dabei habe. Nicht? Also die vermisse ich schon, Marc Wädchen, Stefan Stimmt. Werner und wie sie alle heißen. Ja. Ihr Lieben, wir denken an euch. Beim letzten Online-Konzert war die Band ja noch mit dabei. Ja, das war in, jetzt gerade, am 27. September. Jetzt gerade, genau. Ja, ja, das ist gefühlt, ist ja gestern. Alles gestern. Das war das drittletzte Konzert von jetzt aus gesehen oder so, keine Corona, Ahnung. Corona, Lockdown, wir sind außer Zeit und Raum irgendwie. Ja, ja, das ist auch noch zu finden, nicht? Bei Facebook respektive bei YouTube haben wir es hereingestellt. Also das war ein Konzert für die Alltagshelden im Einsatz, und zwar alle in Deutschland, aber auch die Soldaten, die in den verschiedenen Ländern sind, nicht nur die Deutschen. Und wir waren ja auch schon in einigen Ländern dann selber zu Gast und haben gesungen, von Mali über Afghanistan, Irak, Litauen und so weiter. Und fand das ganz toll. Und wir haben tolle Grußworte bekommen, unter anderem von dem ehemaligen Verteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung, der uns persönlich gegrüßt hat über ein Video, dass er das ganz toll findet. Und Frau Kramp-Karrenbauer hatte vorher einen Brief geschrieben dazu und uns motiviert. Das fand ich schon ganz klasse, muss ich sagen. Nicht? Denn war ja auch Arbeit entsprechend und wir konnten was für andere tun. Das war ja, wo viele sagten, ihr seid ja verrückt, ihr verdient gerade kein Geld, aber ihr macht noch was für andere Leute. Und ich finde, das soll auch so sein irgendwie. Ganz im Sinne von Weihnachten, würde ich sagen. Eigentlich ja. Irgendwie schon. Wenn ihr übrigens wollt, dass wir mal zu euch kommen mit einem Konzert, wir wissen ja, ihr schaut gerade von überall zu, und dann schreibt uns doch einfach mal, wo wir bei euch am besten mal ein Konzert machen sollten. Und vielleicht, wer weiß, sind wir im Sommer dann bei euch. Das wäre doch auch schön, oder? Man muss ja noch Ziele haben. So, der nächste Song ist ein Musical-Song, wobei das ist jetzt einmal wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man sich fragen muss, was ist eigentlich Musical? Wir kommen zum Glöckner von Notre Dame und dem Song Gott deine Kinder. Und jetzt wird sich der ein oder andere sagen, der Song, irgendwie klingelt das bei mir. Das wird nämlich bei denjenigen klingeln, die jetzt sich outen gleich, dass sie Fans der Kelly Family sind.
Ja, jetzt bei dem einen oder anderen lichtet es sich jetzt so langsam, denn die haben den Song nämlich in einer deutschen Kelly Family Pop-Version gemacht. Und als der Film damals, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, damals in die Kinos kam, wurde das Musikvideo von den Kelly Family mit ans Ende noch abgespielt und am Abspann. Fand ich ziemlich cool. Ja, also und Gott, deine Kinder, ihr werdet es gleich merken, wir fanden... Inhaltlich passt es doch auch wirklich sehr schön in unser Weihnachtskonzert. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst und ob es dich auch gibt. Ich weiß nicht, ob so ein Gott auch Menschen wie mich liebt. Ausgestoßen und geächtet gehören wir nicht dazu. Doch ich sehe in deinen Augen, ausgestoßen warst auch du. Gott, deine Kinder flehen dich an. Zeige die Gnade, die sie nie gekannt. Gib ihnen Kraft, diese Welt zu verstehen. Gott, deine Kinder, sie wollen dich sehen. Gott, zeig mir den Weg. Ich bet um Liebe, zeig mir deinen Segen. Gott, ich verlange gar nichts für mich, doch ich kenn so viele viel ärmer als ich. Hungrig, verachtet, verhasst, schikaniert. Hast du vergessen, wir hängen an dir. Gott, deine Kinder hängen an dir. Solche schönen Lieder heute, Thomas. Was haben wir nur gemacht mit diesem Konzertprogramm? Also ich finde, das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, auch solche Sachen mal zu machen irgendwie. Und ich bedauere eigentlich, dass wir die eigentlich nur zweimal aufführen, nämlich jetzt und dann noch in einer Stunde. Und zwar kam ganz spontan ein Rotary-Club auf uns zu und fragte, ob wir bei der Online-Weihnachtsfeier auch noch singen könnten. Und die feiern heute um 19:45 und dann schalten wir uns per Zoom nochmal auf und machen da nochmal ein paar von den Songs. Aber ansonsten war der ganze Probenaufwand... Ja, stimmt. Ja. Ach, eigentlich schade. Ja. Aber, ne? Also, wenn du jetzt sagst, oh Mensch, wir haben auch noch eine digitale Weihnachtsfeier anstehen und ihr möchtet die ein bisschen aufpeppen mit... tollen Weihnachtssongs von uns. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wer weiß. Ungeahnte Aufträge, die da gleich noch reinkommen. Ich spüre das ganz fest. Ja, Reklame muss man machen, das gehört dazu. Ne? Also im Übrigen freuen wir uns, wir sind ja heute auf YouTube einmal, dass der Kanal heißt noch Thomas Bleschke, weil es meiner ist, aber der ist eigentlich von Voice Over Piano, das sieht man auch, wenn man reinguckt und der wird in Kürze gebrandet. Aber wir brauchen einfach auch noch mehr Abonnenten. Es ist so, denn unter 1000 Abonnenten macht das alles gar keinen Sinn. Naja, macht schon Sinn, aber der Kanal hat nicht so viele kreative Möglichkeiten auch. Und wir sind jetzt langsam von 70 innerhalb von wenigen Wochen auf, glaube ich, 157 heute gekommen. Nicht? Aber 1000 ist noch schon
noch einen Weg. Also guckt da gerne mal rein. Und wenn ihr es nochmal angucken wollt, bei YouTube findet ihr dieses Konzert. Und dann abonniert es auch gerne. Ist ja kostenlos, aber uns hilft das entsprechend weiter. Und ansonsten Facebook, auch da findet man das natürlich im Nachgang nach wie vor bei Voice for Piano. Ja, genau. Und jetzt, Thomas? Ein Medley. Oh, ein Weihnachtsmedley. Das wird immer besser. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, I am married with a snowman, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Also die Klassiker, ne? Die habt ihr hoffentlich zu Hause mitgesungen, also mindestens Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Das wäre eigentlich witzig. Ihr solltet euch auch mal filmen. Euch selber, wie ihr uns beim Online-Konzert zuschaut. Und dann will ich mal sehen, wie ihr zu Hause auf dem Sofa so richtig abgeht. Das ist die Hoffnung zumindest, ne? Ja, das wäre schön. Wenn ihr euch natürlich nicht filmen könnt, weil ihr schon eingeschlafen seid, das wäre schlimm natürlich. Andererseits haben wir dann dazu beigetragen, dass ihr mal richtig Ruhe findet. Vielleicht auch schön. Ja, genau. Gerade zum Jahresende sehen man sich ja danach, ne? Ja, der nächste Song, auch wieder ein Song, den eigentlich viele kennen. Nämlich bin ich falsch im Programm? Ja, ich glaube, du bist falsch im Programm. Ah, ich bin falsch im Programm. Den kennen viele, nachdem wir ihn gleich aufgeführt haben. Dann kennen den viele. Ja, ich lege mal die Noten richtig hin, während du ihn anmoderierst. Wunderbar. Also, wir kommen nochmal zu einem deutschsprachigen Song, nochmal zu einem Song von uns und nochmal zu einem Song aus Scrooge und die Geister der Weihnacht. Und, oh, Thomas, du bist schon, das war schnell. Oh, fantastisch. Man braucht gar nichts mehr sagen, dann fangen wir einfach mal an. Wenn Schnee leise auf die Erde sinkt,
das Fest, das uns Frieden gebracht, und unterm Baum mit seinen Lieben ist man mit der Welt zufrieden. Weihnacht, Weihnacht, ist man mit der Welt zufrieden. Weihnacht. Um wirklich reich zu sein, braucht es kein Geld. Sieh in die Gesichter, sie sind vom Glück beseelt. Sind sie auch arm, so sind sie doch auch reich. Und sind ihre Taschen leer, so ist es ihnen gleich. Sie haben die Liebe und den Glauben, das kann ihnen niemals wieder jemand rauben. Ist ein helles Licht in ihrem Herz. Dieses Licht wärmt viel mehr als jeder Nerz. Drum lerne von ihnen und lerne von mir. Habe den Mut und finde das Licht in dir. Wenn Schnee leise auf die Erde sinkt und ein heller Stern am das Fest, das uns Frieden gebracht, und unterm Baum mit seinen Lieben ist man mit der Welt zufrieden. Weihnacht, Weihnacht, ist man mit der Welt zufrieden. Weihnacht. Ist das schön. Nächstes Jahr möchten wir natürlich eigentlich gerne ein großes, echtes Weihnachtskonzert machen. Mit Publikum, vielleicht geht das dann ja nächstes Jahr wieder. Das wäre total schön, so eine ganze große Show mit Band und mit unserem Orchester. Wir haben ganz tolle Streicher und Celli und ah, das ist so wunderschön. Ne? Das Vermissen wird immer größer. Ja, es ist halt so die Zeit. Und wir glauben ja alle, also wenn ich mit Künstlern spreche, ähnlich wie mit Gastronomen, aber Künstlern hauptsächlich, die glauben fest, dass es im nächsten Jahr, in einem Jahr noch genauso sein wird, weil es werden nicht alle geimpft sein bis dahin. Das geht gar nicht so schnell. Aber vielleicht geht es ja in einem kleineren Rahmen. Das wäre toll. Als gar nicht. Ja. Ja? Oder? Ja, total. Also wir waren ja jetzt zum Beispiel auch, hätte ich gerne ein Konzert gegeben in der Stadthalle Osterholz Schambeck, ja, Kennzeichen OHZ, wer es mal sieht. Und da habe ich mal vor 15 Jahren die Eröffnung der Stadthalle gemacht. Und ich habe den natürlich sofort mit dem Bürgermeister Herrn Rode da in Osterholz und allen gesprochen und gesagt, Mensch, könnte man nicht dieses Jahr ein Jubiläumskonzert machen nach 15 Jahren? Und hinfällig. Ne? Aber das da und die Eröffnung haben wir richtig mit Streichern, mit großem Orchester gemacht. Das weiß ich noch, ganz, ganz mega. Und von daher, die Sehnsucht schwingt immer mit. Man überlegt immer, was man irgendwie machen kann. Und wir führen ganz viele Gespräche auch gerade mit allen möglichen Veranstaltungsstätten, damit das, was ich vorhin gesagt habe, auch dann zum Tragen kommt. Und eigentlich lebt man jetzt auf den Sommer hin. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun. Also wir arbeiten täglich viel, ganz kreativ. Wir arbeiten auch an Dingen, die gemacht werden müssen, bis hin zu Steuern. Auch sowas muss gemacht werden. Aber jetzt haben wir die Zeit. Und natürlich, die Proben für die Sachen müssen auch einfach kommen. Und ganz viele Gespräche. Und es ist wirklich so, das kennen alle Kollegen, glaube ich, man telefoniert jetzt nicht mehr 10-mal, um vielleicht einen zu interessieren, sondern 50, 60 Mal, weil alle nicht wissen, was kommt. So, von daher, ich drücke euch allen da draußen die Daumen, dass ihr die Zeit auch gut übersteht und vor allem, dass ihr gesund bleibt. Nicht? Das Wirtschaftliche, die Existenz ist das eine, aber die gesundheitliche die Existenz auch, ja, das ist das andere. Von daher, bleibt gesund und dann gucken wir weiter. Das stimmt. Ich werde jetzt nochmal neugierig. Ich habe ja schon gefragt, seid ihr Weihnachtsmuffel oder nicht oder wie oder was? Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, was kommt Heiligabend bei euch auf den Tisch? Man hört ja, es gibt diesen Klassiker, Bockwurst und Kartoffelsalat oder Fondue oder Raclette. Oder gibt es bei euch so eine Gans? Macht ihr es vegetarisch? Ja, ich bin total neugierig. Schreibt uns das mal. Bei uns wird es ganz diesen Heiligabend geben. Also auch, ich würde sagen, eher klassisch. Aber ich kenne eben, habe viele schon gehört, die sagen, nee, am Heiligen Abend ist es ganz reduziert und dann die nächsten Feiertage wird dann noch etwas großzügiger aufgetischt. Schreibt mir mal.
jetzt war ich überrascht, dass du doch schon fertig bist. Ja, der nächste Song liegt auf bei mir und auch ein Song, den, glaube ich, ganz viele kennen. Irving Berlin hat ihn geschrieben. Aber wir fangen einfach mal anders an, auf Deutsch, würde ich sagen. Und dann wechseln wir irgendwann ins Original und dann mal gucken. Da würde mich interessieren, wann ihr den Song wirklich erkennt auch. Von allen Liedern auf dieser Welt rührt eines nur mein Gemüt, und das ist ein Weihnachtslied. Es macht, dass mein Herz erglüht, und jubelnd klingt es aus jedem Haus. Aus allen Kirchen, da schallt's heraus. Süß singt der Engelschor Weihnacht, und draußen rieselt leis der Schnee. Festlich strahlen Kerzen in allen Weihnacht, das Fest der Liebe ist nun da, und ein einziger Wunsch stellt sich ein. Nichts auf Erden Frieden immer sein. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Habt ihr es gleich am Anfang erkannt? Also Deutsch sowieso ja schon mal anders, aber dieses Intro, ich glaube, das ist nicht so vielen bekannt. Oder ich kannte es zumindest vorher so in der Form nicht. Ich auch nicht. Ich habe ja auch Jahre in Amerika gelebt, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Man kannte immer nur den Refrain, oder ich kannte immer nur den Refrain, oder ich habe nicht ordentlich zugehört. Aber eigentlich ist der total schön. Also auch im Lyrischen übersetzt aufs Deutsche ist er total ja, klasse. Ja, muss man sagen. Das gelingt ja nicht immer. So, also Wort-für-Wort-Übersetzung sind ja also in der Musik sowieso eher ein Mythos. Das geht einfach nicht immer. Und dann muss man eben halt, wie du sagtest, manchmal lyrische Übersetzungen finden, die dem Original im Englischen oder welcher Sprache auch immer möglichst nahe kommen. Und dann entstehen da manchmal eben halt auch teilweise ganz schöne neue Bilder. Das ist gar nicht immer so schlimm, finde ich. Der Song ist übrigens, ich habe ja nochmal meinen schlauen Zettel, ne? Ich habe mal nachgeguckt, der wurde 1947 veröffentlicht und ist laut Wikipedia, die Quellen gehen nämlich auseinander, 50 Millionen Mal verkauft worden bis heute und damit der weltweit meistverkaufte Song. Ein Weihnachtslied. So. Ne? Ja.
for our American friends, must be very strange to hear suddenly songs with German lyrics. And we just talked about this, that actually some of those translations are very lyrical and very, very nice, and we enjoy singing them in German also. But of course, from White Christmas, you actually know the English version, and you just found out at Wikipedia, that's one of those sources, that this song was sold over 50 million times, right, and is therefore the most sold song. And this is very amazing. Yeah, I always thought it's Elvis Presley quite or impressive. Michael Jackson or whatever, yeah. But it's Irving Berlin. Okay, cool. Yeah, now we come to the last song. Yeah. And maybe I start in English because this song will also be in German and in English sung. And we would be very delighted if you, at home, start singing along again as soon as you recognize the song. For the German ones, sing the first verse as soon as you hear the German lyrics, and the English-speaking audience, you sing the first verse as soon as you hear the English lyrics, of course. Thank you very much for joining us. Have a very, very nice and merry Christmas, and be healthy. Stay healthy. This is the most important thing right now. And hopefully we see you very soon again, maybe online, maybe somewhere in the world with concerts going on. We are looking forward for it. And thank you very much for everybody who supported us in different kinds, different ways. Very, very nice. And please contact us if you have questions. Write us through Facebook or via mail or whatever. We see you somewhere soon. So now you say goodbye in German, I guess. Wir kommen zu unserem letzten Song, und bevor wir starten, möchten wir uns von Herzen bei euch allen bedanken, die uns auf so vielen unterschiedlichen Wegen dieses Jahr unterstützt haben. Sei es Anrufe, E-Mails, dass ihr uns besucht habt bei unseren Konzerten, dass ihr unsere Online-Konzerte geschaut habt und einige von euch auch Online-Tickets gekauft haben. Wir wissen, das war nicht für jeden möglich, und das respektieren wir voll und ganz. Und dass es jetzt so im Jahr weiterging, dass so viele von euch unsere Adventskalender bestellt haben. Wir hatten so große Freude dabei, die auch dann auszuliefern. Das war eine wirklich, wirklich schöne Aktion. Toll, dass ihr da mitgemacht habt. Und dass wir uns jetzt quasi nochmal indirekt bei unserem letzten Online-Konzert dieses Jahr sehen können, freut uns auch sehr, und bleibt uns zu sagen, bleibt bitte gesund, damit wir uns alle im nächsten Jahr doch auch nochmal wiedersehen können bei unseren Real-Life-Konzerten. Und das letzte Lied, was wir jetzt mitgebracht haben, da zücke ich auch nochmal das letzte Mal mein Factsheet für euch. Das kennt ihr alle. Wir haben ja gerade gehabt, White Christmas, aber weltweit meistverkaufter Song mit 50 Millionen Single-Verkäufen. Und das Lied, was wir jetzt vorbereitet haben, das ist 1818 entstanden. Und das ist nicht der meistverkaufteste Song, aber der bekannteste, und zwar wirklich weltweit. Er wurde in mittlerweile 320 Sprachen und Dialekte übersetzt. Und wir haben uns gedacht, wir spekulieren darauf, dass auf jeden Fall jeder irgendwie die erste Strophe mitsingen kann. Und jetzt wirklich, ne? Ihr müsst, gebt alles. Es ist Stille Nacht. Und wir werden anfangen mit der ersten Strophe auf Deutsch. Und ihr singt mit mir zusammen. Und dann werden wir die englische Version, auch die erste Strophe, singen. Und damit, möchten wir euch entlassen in die Stille Nacht.